Der Generalvikar Martin Grichting hat im Sonntagsblick mitteilt, dass er die Kirchensteuer abschaffen will. Das tönt im ersten Moment nach einer netten Idee. Doch Freidenker haben von den Trojanern gelernt und sind entsprechend skeptisch. Nicht erst seit dem Ablasshandel sind die Kirchen für ihren Innovationsdrang in Sachen Mittelbeschaffung bekannt. Und genau diese milliardenschwere Institution wird jetzt plötzlich auf Geld verzichten. Es zeigt sich schnell, weder tut sie das freiwillig, noch verzichtet sie auf Geld. Im Gegenteil. Tatsache ist, den Amtskirchen laufen die Mitglieder davon. Immer mehr Menschen, die in eine Amtskirche hineingeboren worden sind, langen es nicht mehr, dass ihre Kirche sich auf Gott beruft, sondern sie erwartet einen echten Gegenwert. Und diesen Gegenwert können immer weniger Menschen erkennen. Stattdessen sind die faulen Früchte unverkennbar geworden. Kindesmissbrüche, Diskriminierung von Schwulen, Unterdrückung der Frauen, Rückwärtsgewandtheit im Generellen. Und das alles gipfelt in der Anmassung, immer alles besser zu wissen und den Menschen bis ins Schlafzimmer ein Verbot aufzulegen. Der Mitgliederschwund dauert seit Jahrzehnten und scheint unumkehrbar. Kirchen sind die Zigarettenindustrie von morgen. Und genau wie die Zigarettenindustrie agieren auch die Kirchen sehr offensiv, um ihre Einnahmen zu sichern. Doch Kirchen beseitigen ihre immanenten Missstände genauso wenig, wie die Zigarettenindustrie angefangen hätte, gesunde Zigaretten zu produzieren. Nein, genau wie die Tabakfirmen setzt Kirchen auf geschicktes Subtext-Marketing und ein offensives Lobbying. So verbreitet sie den Mythos, dass die Amtskirchen quasi gratis gut tun. Doch unterm Strich ist das gerade doppelt falsch. Erstens lässt sich Kirchen ihre Taten königlich oder soll ich sagen päpstlich vergüten. Und zweitens sind die kirchlichen Taten in der Summe von zumindest zweifelhafter Güte. Haben Sie gewusst, dass die katholische Kirche nur 2% ihres Vorzeigeprojekt Caritas anzahlt? Der Rest kommt von Staatssteuern und Privatspenden. Natürlich, die Schweiz braucht ein funktionierendes Allgemeinwesen. Wir brauchen den Sozialdienst, die Schulen, die Altersheime und Spitäler. Aber für das braucht es die Kirche nicht. Der Schweizer Staat funktioniert auch ohne Kirche. Es ist nicht nur unnötig, sondern nüchtern von Distanz betrachtet, ist es doch einfach nur bizarr, dass die Schweiz Inkasso macht für eine fremde Diktatur. Oder wären Sie einverstanden, wenn die Schweiz für Weißrussland Steuern eintreiben würde? Natürlich nicht. Aber warum akzeptieren wir das bei der Kirche? An dieser Stelle wird immer wieder argumentiert, weil die Kirche christliche Werte vertreten und verteidigen. Aber in diesem Satz ist ein tiefes und weit verbreitetes Missverständnis verborgen. Historisch betrachtet bestehen die sogenannten christlichen Werte zu weiten Teilen aus Diskriminierungen und aus Kreuzzügen, Hexenverbrennungen, Wissenschaftsfeindlichkeit und Vetternwirtschaft. Das alles ist definitiv nicht wert, verteidigt zu werden. Und ganz sicher nicht durch Gelder, die der Staat eintreibt. Wenn man von christlichen Werten spricht, redet man in Wahrheit von humanistischen Werten. Sklavenbefreiung, die Emanzipation der Frau, die immer noch anhaltende Kampf gegen die Diskriminierung der Schwulen, die Gewaltentrennung, die Menschenrechte oder der Ausgleich der Startchancen. Das alles sind humanistische Errungenschaften, die mühsam im Durchstreit mit den christlichen Kirchen erreicht worden sind. Auch, dass ich diese Sätze jetzt sagen kann, ohne gerade Gefahr zu laufen, dass ich angezündet werde, verdanke ich nicht den Kirchen, natürlich nicht. Ich verdanke es auch nicht den sogenannten christlichen Werten, die sie zu vertreten behauptet, sondern den mutigen Aufklärer, die sich zu einer Zeit für Redefreiheit und Meinungsfreiheit eingesetzt haben, wo das noch sehr gefährlich war. Dass es nicht mehr gefährlich ist, ist nicht dank der Kirche, sondern dank dem Fortschritt. Auch, dass man von Religionsfreiheit reden kann, das ist nicht eine Errungenschaft der katholischen oder reformierten Kirche, sondern vom
von den Aufklärern. Der Vatikan ist übrigens neben dem Weißrussland der einzige Staat, der die Menschenrechtskonvention noch nicht unterschrieben hat. Nein. Was die Schweiz braucht, ist eine Kirchensteuer. Sie braucht eine Kommandatssteuer. Die Schweiz braucht Sozialwerke, die stark sind. Die Schweiz hat Kraft von sich aus, für das Wohl seiner Bürger zu sorgen. Die Schweizer sind auch ohne Zwang grosszügig. Das belegen auch die immer neuen Spenderrekorde. Behauptung, dass die Schweiz ohne Amtskirche moralisch degenerieren würde, ist einfach sehr oft wiederholt, aber wegen dem auch nicht nur ansatzweise richtig. Die Zigarettenindustrie hat auch lange behauptet, Rauchen schade nicht. Sei es gerade gesund zu rauchen. Und diese Strategie hat sogar recht lang funktioniert. Aber irgendwann hat die Vernunft die Oberhand gewonnen und die wissenschaftlichen Fakten sind nicht mehr länger ignoriert worden. Die Amtskirchen stehen vor einer ähnlichen grossen Herausforderung. Die geforderte Mandatssteuer, die jetzt kommt, ist nur ein geschickter Taschenspielertrick, um von den eigentlichen Problemen abzulenken und die nicht zu lösen. Aber selbst wenn die Kirchensteuer abgeschafft würde, werden die Kirchen natürlich nicht einfach verschwinden. Ihre Basis ist stark genug, dass sie problemlos, aber ohne das Bundesinkasso überleben wird. Und das ist auch gut so. Jeder soll selber entscheiden, nach welcher Fasson er glücklich werden will. Aber der Staat soll sich neutral verhalten. Denn wir Freidenker finden, Religion ist Privatsache. Aber anders als viele religiöse Gruppierungen reden wir den Menschen natürlich nicht in ihr Privatleben hinein. Wir Freidenker wollen von den Gotteskennern einfach endlich in Ruhe gelassen werden. Und für das werden wir paradoxerweise oft als Unruhestifter verunglimpft. Aber ich bin optimistisch, denn seit bald 300 Jahren tickt die Zeit für den Humanismus. Und die Früchte der Aufklärung und Wissenschaft und Technologie geniessen wir schließlich alle. Auch die Leute, die vorgehen, anderer Meinung zu sein.